Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser-Dad-Video auf meinem Kanal. Ihr habt es im Titel gelesen. Heute geht es mal wieder um Professor Ganteföhr und um Physik im weitesten Sinne. Das große Problem, das wir ja haben mit den ganzen regenerativen Energien, ist, wie wir das speichern, weil eben tagsüber hat Sonne. Dann, wenn wir brauchen, ist die Energie aber nicht da. Beim Wind ist es auch so, sie ist nicht immer da, wenn man sie braucht. Und deswegen ist die große Frage, wie kann man Energie speichern? Und ein Prinzip außer den Batterien, den Akkus, die wir ja in den Autos haben, ist ja schon eigentlich seit langer Zeit mittels der Lageenergie zu speichern. Kennen wir von den Pumpspeicherkraftwerken, genau, wo Wasser hochgepumpt wird mit der Energie, wenn sie da ist und dann abgelassen wird. Und das ist im Grunde ja auch schon alles. Das ist das ganze Prinzip von Lageenergie speichern letztlich. Genau. Zur Veranschaulichung, wenn man eine Großstadt mit 1 Million Menschen hat, dann braucht man dafür für den Strom alleine, das ist ja dann erstmal noch ohne Auto, so eine Heizung, Strom alleine 1 Gigawatt. Mhm. Das ist so ein Kraftwerksblock von einem Kohlekraftwerk, Kernkraftwerk oder einem Gaskraftwerk, die macht 1 Gigawatt, um diese 1 Million Menschen zu versorgen. So. Und wenn man das für eine Stunde speichern will, dann kann man das eigentlich heute nur mit Pumpspeicherkraftwerken machen. Mhm. Das ist also ein Staubecken oben und Staubecken unten. Und eigentlich sind die pro Kilogramm Wasser, sind die sehr ineffizient, weil das ist eben nur diese Lagerenergie und die hängt vom Höhenunterschied ab. Aber weil das eben so viel Wasser ist in so einem Staubecken, da kommt man wenigstens mal in die Größenordnung, dass man so viel Energie speichern kann, dass es für ein paar Stunden für eine Großstadt reicht. Ja. Das ist im Moment das Einzige, wo dieses Prinzip effektiv umgesetzt wird. Ja, und der große Vorteil dieser wasserbetriebenen Pumpspeicherkraftwerke mit den Staubecken ist der hohe Wirkungsgrad. Du kriegst 80% der Energie wieder raus, die du reinsteckst. Mhm. Also an Strom. Also Strom. Ja. Und das ist schon klasse. Also es ist wie bei einer Batterie, da kriegst du auch fast alles wieder raus, was du reingesteckt hast. Also das Prinzip funktioniert und die Begehrlichkeit ist natürlich, das auch ohne Wasser zu nutzen, weil ja man nicht einfach Seen bauen kann, wo keine sind. Mhm. Und jetzt gibt es in den letzten Jahren immer wieder, ist auch jemand von der Community auf mich zugekommen, hat mir das gesagt, gibt es immer wieder eben den Gedanken, dass man eben andere Dinge durch Energieeinsatz hochhebt und dann wieder herablässt. Und so eine der ersten Sachen, die ich hier gefunden habe, war ein Schweizer Start-up hier vom November 2018, die Nachricht, Strom durch gestapelte Betonfässer. Das heißt, sie hatten eben vor, dass ein Kran praktisch Betonfässer hochhebt mit dem Strom, wenn er da ist, und dann wieder ablässt, wenn man ihn gewinnen will. Was sagst du dazu? Ja, das ist eine nette Idee, aber da würde ich lieber mit einem kleinen Stausee arbeiten. Da reicht nämlich ein Schwimmbad. Das ist die Größenordnung vom Pumpspeicherkraftwerk im Schwimmbad, würde ich mal sagen. Okay. Ja, also Sie hatten hier 35 Megawattstunden. Was? Dafür braucht man aber 5000 Blöcke, 35 Tonnen Gewicht, die 35 Tonnen. 100 bis 120 Meter gehoben werden. Ja, okay. Also wenn du von einem Betonfass, also so ein Ölfass, hier sind ja einzelne Ölfässer, die wiegen ein paar hundert Kilogramm, ja. Aber wenn wir natürlich 5000 mal 35 Tonnen, ja okay, da kommen wir in die Größenordnung, dass wir tatsächlich das Stromnetz puffern können für eine Stadt, aber das sind auch verdammt viele Fässer und sollen die alle mit dem Kran gehoben werden? Ja, genau, und ich glaube, das Problem an diesem Ding war, wie schafft man einen Turm so stabil in der Höhe, dass er dann auch wirklich dieses Gewicht dann zuverlässig hoch und runter bringt. Also, ein guter Testturm in Rottweil hat 232 Meter. Ja, der steht aber auf Beton. Also ich habe nämlich mal die Tragkraft von Seilen nachgeguckt. Die liegt im Bereich von unter 10 Tonnen. Also mit einem 25 cm Stahlseil kannst du so ein paar Tonnen sicher tragen. Also mit dem Stahlseilansatz, da geht das nicht. Das sind viel zu viele Tonnen. Oder du hast so viele Stahlseile, dass die selber schon jede Menge wiegen. Also wenn, dann geht es von unten hydraulisch. Das gibt ja auch diese Idee. Ja. Aber mit Seilen diese gigantischen Gewichte baumeln zu lassen, das ist nicht realistisch. Wie rechnet man die Energie aus, die frei wird? Die hängt ab von der Masse und von der Höhe. Ja, und von der Gravitation. Also die Formel ist MAG mal H. Das lernen also eigentlich die Schüler schon gut auswendig. MAG mal H. Das ist also Masse. Es geht linear mit der Masse. Mhm. Also je schwerer das Ding ist, umso mehr Energie. Mhm. Dann die Erdbeschleunigung, das ist G. Das ist eine Konstante, die ist einfach 10. Also 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Und die wird auch nicht geringer oder höher, wenn man 120 Meter hoch geht? Ja, für plus minus 10, 20 Kilometer ist es einfach konstant. Okay. Ja. Und dann eben die Höhe auch linear. Das heißt, wenn man die doppelte Energie speichert,
speichern will, muss man die doppelte Höhe haben. Und ich habe hier mal was ausgerechnet mit 100 Metern, also und zwar eben Betonspeicher, also die Masse ist das des Betons. Und der Beton, also man denkt ja, Beton ist super schwer, aber Beton selber ist nur 2,5-mal schwerer als Wasser. Also gegenüber den Pumpspeicherkraftwerken, die ja mit diesem sehr praktischen Wasser, was man ja hochpumpen und wieder runterfließen lassen kann, gewinnt man nur den Faktor 2,5 bei der, also vom Volumen her. Gar nicht so schwer. Ja, genau. Und da habe ich mal ausgerechnet, wenn man einen Betonblock nimmt, 100 Meter Seitenlänge, also ein Würfel, 100 Meter mal 100 Meter mal 100 Meter und man hebt ihn um 100 Meter an. Da komme ich hier auf eine Kapazität von ungefähr einer Gigawattstunde. Ja, das ist ja dann schon gar nicht so wenig, ne? Wenn man 2 Megawatt mit so einem Windrad machen kann, dann muss man praktisch dieses Windrad. Also 2 Megawatt pro Stunde und bis ich 1 Gigawatt habe, brauche ich also 500 Stunden, oder? Dann habe ich 1 Gigawattstunde. 500 Stunden. Und wenn ich das durch 24 teile, sind 20 Tage. Ja, ungefähr 20 Tage. 20 Tage, ja. Also kann ich meinen Block langsam diese 100 Meter hochhieven und habe dann diese 1 Gigawattstunde gespeichert. Und damit kann ich meine Großstadt eine Stunde versorgen. Das Problem ist eben, dass man keinen Begriff hat, wie viel Strom eigentlich 1 Million Leute brauchen. Also für eine Volkswirtschaft ist es eine schwierige Sache, mit solchen Dingen anzufangen. Aber also für Windräder oder sowas als Puffer im Stunden- bis Wochenbereich ist es vielleicht ganz interessant. Okay, jetzt haben wir mal so eine grobe Größenordnung, weil man kann sich vorstellen, 100 Meter, ja, das hat man so vielleicht noch aus dem Sport und das in jede Richtung und das dann auch noch als Hub. Ist schon ganz gewaltig und du sagst, eine Großstadt eine Stunde. Okay, wir haben da ja noch nicht jetzt überlegt, wie das technisch überhaupt funktioniert, diesen Block zu heben. Aber wir haben ja gesehen, diese Fässer, da brauchen wir ziemlich viele Fässer. So eine zweite Geschichte ist die, dass man einen Felsblock hydraulisch anhebt. Im September 2019 habe ich das gesehen, dass man praktisch einen Zylinder von 500 Metern Durchmesser, 500 Meter Höhe, ja. Und dann 500 Meter hebt hydraulisch. Ja. Und das gibt natürlich eine gigantische Leistung, oder? Ich fand meine Abschätzung, die ich vor dieser Aufnahme gemacht habe, mit 100 Meter mal 100 Meter mal 100 Meter und das 100 Meter heben, fand ich jetzt schon viel, weil wir reden da über einen Haufen Tonnen. Ja? Ja. Aber 500 Meter ist natürlich dann in allen 4 Dimensionen Faktor 5, das heißt, wir sind 5 mal 5 mal 5 mal 5 mal höher und dann kommen wir auf 2 Terawattstunden, 2000 Gigawattstunden. Und das würde tatsächlich für eine Großstadt, na, sagen wir mal ein Achtel des Jahres, 1 bis 2 Monate lang reichen. Also das ist eine signifikante Energie, die ich da speichern kann. Es hört sich nach einer gigantischen Geschichte an. Auf der anderen Seite, ich denke mal, bevor man Atomkraftwerke gefunden hat, hat man auch gedacht, das ist eine gigantische Geschichte, oder? Ja, also ich habe das Bild gesehen. Das ist also so ein Zylinderblock, der sitzt auf Wasser auf. Mhm. Der wird also hydraulisch, nicht mit einer Hydraulikflüssigkeit, sondern mit Wasser hochgepresst, was auch nur für sich eine gute Idee ist. Nur, jetzt kann man mal den Druck ausrechnen. Also der wäre ja an sich bei 500 Meter Tiefe der Wasserdruck, der wäre 50 Bar. Mhm. 10 Meter macht 1 Bar. Also der 50-fache Luftdruck, aber der Druck ist ja viel höher, weil es nicht Wasser ist, was auf diesem Wasser unten lastet, sondern dieses Gestein, was vielleicht eine 3-mal höhere Dichte hat. Mhm. Das heißt, wir haben dann einige 100 Bar Druck auf dieser Flüssigkeit. Und das müssen wir runterdrücken, um das Ding anzuheben. Und das kommt mit diesem Riesendruck auch wieder raus. Ich glaube, das ist sehr schwer, sich vorzustellen. Also hier damit steht 200 Bar. Ja, genau, das wäre ungefähr das, was ich nur abschätze. Nur Drücke von 200 Bar. Nur, hier. Also nur zur Veranschaulichung, 200 Bar ist die typische, der Speicherdruck in unseren Gasflaschen, also diese großen Gasflaschen, die wir im Labor haben. Mhm. Und die sind sehr gefährlich, denn wenn die umfällt und es schlägt das Hauptventil ab, dann kommt das Gas mit 200 Bar da raus und dann bewegt sich dieser Stahlzylinder durch das Gebäude durch, als gäbe es keine Wände. Okay. Weil das hat mit dem Rückstoß von dem ausströmenden Gas bei diesem Druck eine solche Energie, dass es durch Ziegelwände wie eine Gewehrkugel oder eine Kanonenkugel durchschießt. 200 Bar ist wirklich viel Druck. Das ist nicht gefährlich oder so. Ich denke nur, es ist technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Also ich würde mal denken, wenn ich mal eine Realisation mit 100 Metern sehe und die funktioniert, dann würde ich mal 500 Meter in Angriff nehmen. Aber dann möchte ich erst mal eine Realisation sehen. Jedenfalls die Speicherkapazität wäre groß genug. Also 2 Terawattstunden, so nennt man das, reicht für eine Großstadt für eine Weile aus. Also und das wäre dann für die Energiewende in der Tat eine interessante Sache. Die neueste
Nachricht jetzt ist hier vom 14. Januar. Das geht eher wieder in die alte Geschichte mit dem Turm nach oben, Betonklötze hochziehen. Ja. Nur umgekehrt, dass sie sagen, weil die große Schwierigkeit ist ja, wie baue ich einen stabilen Turm? Ja. Sie sagen, wir nehmen Schächte, die es sowieso schon gibt, die eben entsprechend tief sind und lassen eben unsere Gewichte darunter. Damit haben wir praktisch auf der baulichen Seite ein Problem weniger gelöst. Was hältst du denn davon? Ja, die Gewichte, die da angegeben sind, das waren auch 10.000 Tonnen oder sowas. Habe ich 12.000? Da? 12.000, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn man Gewichte in einen Schacht ablässt und wieder hochzieht, was das für Stahlseile sein sollen. Mhm. Sorry, aber Stahlseile haben eine Tragkraft von 10 oder vielleicht 20 Tonnen und dann ist Feierabend. Ja, da muss man die Gewichte halt, gut, sie haben 24 Gewichte mit insgesamt 12.000 Tonnen. Das ist ein existierender Schacht, also da kann man jetzt nicht die nebeneinander aufhängen oder sowas, sondern ich habe das verstanden, dass die an einem Strang hängen, so wie so ein Förderkorb vom Bergwerk. Mhm. Und ich habe in dem Artikel das Problem, dass ich mir nicht vorstellen kann, was für ein Stahlseil das sein soll. Also dieser riesige Felsbrocken, der auf dem Wasser ruht, das kann ich mir zumindest jetzt mal von der Statik her überhaupt mal vorstellen, trotz des hohen Druckes. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass man 10.000 Tonnen an ein Stahlseil hängt. Das wäre ja zum Beispiel so ein Ozeanriese. Mhm. Wenn man den an ein einzelnes oder auch so mehrere Stahlseile hängt. Das hat wenn auch, man genügend Stahlseile nimmt, müsste es doch gehen, oder? Ja, aber die sind dann genauso dick wie der Schacht. Ja, das kann natürlich da braucht man gar kein Gewicht mehr, der hat, weil einfach alles mit Stahlseil ausgeführt. Okay, aber davon mal abgesehen, da steht drin, es sind 10 Megawattstunden. Das ist die Speicherkapazität. Und wir haben ja gerade gesagt, wir brauchen eine Gigawattstunde oder besser 10 Gigawattstunden. Und für eine Großstadt im Wochenbereich brauchen wir eine Terawattstunde, also mehrere Wochen. Und da ist jedes Mal ein Faktor 1000 dazwischen. Also 10 Megawatt ist zwar für eine Autobatterie viel, aber für, sagen wir mal, einige 1000 Haushalte oder so ist das wenig. Das ist Peanuts. Wie schätzt du denn prinzipiell bei diesen drei Ideen, du hast es vorhin gesagt, 80% Energie kommen wieder raus beim Wasser. Wie schätzt du dieses Verhältnis ein bei diesen Ideen? All diese mechanischen Energiespeicher haben eine sehr hohe Effizienz. Okay. Und insbesondere bei dem großen Felsbrocken da mit den 500 Metern, der arbeitet ja mit Wasser, da kann man eigentlich die etablierte Technologie der Wasserkraftwerke nutzen. Da kommen wir auch auf diese hohen Wirkungsgrade, also Strom rein, Strom wieder raus. Also das wäre nicht unbedingt das Problem. Aber die Massen, die ich bewege, da ist es da doch viel besser, letztendlich mit Pumpspeicherkraftwerken zu arbeiten. Wenn man denn, oder man muss künstliche Seen dafür. Ja, du brauchst in 1000 Meter Höhe, wie zum Beispiel in der Schweiz, solche künstlichen Seen, das ist schwierig. Aber ein 500 Meter durchmessender Felsbrocken, dessen Höhe variiert, ist ja nur auch ein ziemlicher Eingriff. Gibt es denn Material, was praktisch noch günstiger wäre oder noch dichter, also mehr Masse hat und womit man dann nicht so große Flächen beansprucht? Ja, Quecksilber. Ja, gut. Quecksilber hat den großen Vorteil, dass es auch noch flüssig ist, aber so viel Quecksilber gibt es auf der ganzen Welt nicht, vermutlich jedenfalls nicht zu kaufen, was man da bräuchte. Nein, Wasser ist einfach ideal. Es macht keine Umweltschäden. Also jedenfalls ist es nicht giftig oder sonst was. Man kann gut damit umgehen. Es kann auch ruhig mal abfließen oder sowas. Aber man braucht eben diese Stauseen. Und das Problem ist, dass wenn man alle Speicherkraftwerke in Deutschland zusammennimmt, dann sind sie für die Energiewende um den Faktor, da gibt es so Diskussionen, 200 bis 400 zu klein. Also wenn man 200 mal mehr Speicherbecken brauchen würde, das wäre natürlich bei der Bevölkerung nicht durchzusetzen. Jetzt bin ich ja selber schuld, wenn ich immer diese tollen Ideen nehme und dann zu dir bringe und dann kommt der Advocatus Diaboli und sagt mir, warum es nicht funktioniert. Na Moment, also mit dem Felsbrocken, mit diesen 200 Bar Wasser und den 500 Metern, das finde ich gar nicht so schlecht, aber ich möchte erstmal einen Prototypen, sagen wir mit 10 Metern sehen, dann glaube ich das. Also das wäre für dich die realistischste von diesen Ideen? Nein, eine, die überhaupt mal in der Größenordnung hinkommt, dass es was für uns bringt. Ich meine, wenn einer drei Betonfächer hochhebt und wieder absinkt, fein, ja, aber das löst unser Problem nicht. Weil was kannst du dir denn sonst vorstellen, wie kann es denn funktionieren? Wir wollen ja nicht immer nur sagen, wie es nicht funktionieren kann. Ja, ich will eigentlich auch nicht immer so negativ sein, aber ich habe eben diese Zahlen alle als Physiker. Was ich persönlich für eine gute Lösung halte, ist die chemische Speicherung, also Power to Gas und Power to Liquid. Also das erscheint mir als die sinnvolle Methode. Was anderes, solche mechanischen Energiespeicher, die stehen in keinem Verhältnis zum Strom oder gar zum Gesamtenergieverbrauch einer Millionenstadt. Ich finde es immer super, wenn wir zusammen hier sind, der realistische Wissenschaftler und der utopistische Künstler. Ich sage immer,
Trotzdem, ihr da draußen, macht weiter eure Ideen. Aber ich finde es ganz wichtig, nur dadurch, dass Leute irgendwelche Sachen, die hinterher nicht funktionieren, ausprobieren oder konzipieren, kann ja irgendwas entstehen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Betrachtung des Gravitationsenergiespeichers gefallen. Übrigens, wenn ihr mehr von Gerd Gantefer hören wollt und sehen wollt, er hat einen neuen eigenen Kanal, Gantefer, da geht es im Moment vor allem um Klimawissen, anschaulich erklärt. Ich schreibe auf jeden Fall den Link unten rein, dann könnt ihr da mal drauf gehen und gerne abonnieren. Genau, das ist aber gut. Genau, lasst auch hier ein Abo da und seid nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, euer Dieser Dad. Und tschüss.